Erfahrung heraus aus den letzten Jahren und der Beobachtung, was sich da so tut in der Gartenszene und vor allem in den Selbsterntegärten, bin ich einfach drauf gekommen, dass man so ein tolles, wirklich nachhaltigstes Projekt wie essbare Gärten den Menschen zur Verfügung zu stellen, nur wirklich gut über die Bühne bringt, wenn alle Teile der Bevölkerung teilnehmen. Und da gehört der Wissensbereich und der Wissenstransfer auf jeden Fall dazu. Und darum habe ich mir gedacht, das ist eine gute Idee, eben das Projekt einfach essbar einzureichen, um noch mehr Verknüpfungen und Vernetzungen zu schaffen. Nicht nur jetzt für die Projekte, in denen ich persönlich drinstecke, sondern eben auch für diese Einfach-Essbar-Projekte, die dann auf die Plattform kommen, Einfach-Essbar, damit die einen guten Rahmen haben, zu arbeiten und sie weiterzuentwickeln und dass diese Projekte nicht kurzfristige Projekte sind, sondern wirklich nachhaltige, über Jahre hinaus stattfindende.